Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Fortsetzen. Neuen Folge Company of Heroes, Then Assault. Und warum hatte ich denn... Ach ja, genau, für den Stream hatte ich die Musik ausgemacht. Aber das passt wieder. Ja, ist klar. Mir wurde gesagt, ja, die Dialoge sind ein bisschen leise. Das Problem ist, wie ihr eben gesehen habt, ich kann die nicht lauter stellen, ich kann nur alles andere leiser stellen. Also, nee, ich muss ja mal gucken, wie ich das gescheit auspegle. Hallo. Au. Wunderschön. Und, wieso Angriff? Ich dachte, wir müssen da was, dass du sichern den Punkt entlang der Straße verteidigen sehen. Ja, okay. Wird schon. Zum Angriff! Mal gucken, ob ich irgendwas zur Unterstützung hole. Wie wenig verwundete Auspassen evakuiert werden müssen. Ja, schön, aber das letzte Mal habe ich doch auch keine Medaille bekommen. Ich habe ja nur einmal Artillerie benutzt. Ganz ehrlich. Oder einmal? Zweimal? Ich weiß es nicht. Irgend sowas. Also es war nicht oft, sagen wir es mal so. Was... Normale feindliche Streitkräfte, hohe feindliche Veteranenstufe. Keine allgemein anfangs begrenzte Panzerunterstützung der Alliierten. Panzerkampfwagen 4 befinden sich vor Ort. Okay, also diesmal anscheinend keine Panzer 4. Aber das letzte Mal waren doch auch Panzer 4 vor Ort. Und da war kein Stern. Ich verstehe es nicht. Oh, wir haben den Lagebrecht vergessen. Alle wichtigen Straßen aus den Ardennen treffen sich an einem Punkt. Bastogne. Der Ort ist der Schlüsselpunkt der Region. Nach einer längeren Belagerung hat man unseren in der Stadt eingekesselten Jungs den Spitznamen die geschundenen Teufel verpasst. Aus gutem Grund. Sie sind 5-1 unterlegen. Ohne Vorräte. Haben starke Verluste erlitten und kämpfen seit mehreren Tagen pausenlos. Daher hat das Kommando der Alliierten ein Entsatzheer entsandt, das im Eilzugstempo nach Bastogne vordringt, um die Deutschen aufzuhalten. Ui, ui, ui. Das Wetter scheint in Bastogne auf unserer Seite zu sein. In diesem Sturm sehen die Deutschen unsere Bewegungen nicht. Die perfekte Chance. Das wird ein toller Brief nach Hause für Vater. Das sind... Was sind das? Kavallerieschützen? Okay. Könnt ihr irgendwas Tolles? Nee. Da müssen die anscheinend noch einiges aufbauen. Aber wenn sie Punkte so schnell wie möglich... Oh, schön. Schnell wie möglich, das finde ich ja nie toll. Mag so eine Formulierung nicht. Hier da. Du, dahin, Mann, oh Meter. Also so viel zum Thema hohe Veteranenstufe, ne? Was ist denn das? Kartätsche. Ui, Kartätsche. So, dann fahren wir noch schon mal noch ein bisschen weiter. Artillerie? Nee, oder? Hallo. Komm, du machst mal. Hi. Ist besser gegen Infanterie. Boop, wie man sieht. Ja, jetzt haben wir hier Waffenverbund. Beschuss verlagern. Sie sind alle tot. Noch wer? Hallo? Bring uns hier weg, verdammt noch mal. Ja, viel Spaß beim Vorrücken. Na. Also ich hätte gern hier die, komm. Also ich sehe aktuell noch keine feindlichen Fahrzeuge, deshalb können wir erstmal das mit dem Panzer hier alles noch mal eben machen. Komm. Was denn für Kontakt? Können Sie mir bitte... Unterstützung einsatzbereit. Geben Sie ihnen Arbeit. Ich würde gerne wissen, was für Kontakt. Los, bring uns aus der Reichweite. Halb
Raketen mit Kavallerieschützen unterwegs zur Front. Wenn der mir einen Panzerkontakt meldet, muss ich die Munition wechseln. Aber sonst ist mir das so Wurst. Hi. Oh, Packkontakt. Okay. Das ist. Ich wollte. Ist das eine deutsche Pack? Ja, da. Klar. Panzer. Ja, komm mal mit. Hallo. Ui, das ist noch eine deutsche Pack. Was ist denn die so weiß? Ich habe das Gefühl, da fehlt Textur. Glaubt ihr, wir kriegen das in der Zeit hin? Alle Punkte einzunehmen? Wir bleiben... komm mit! So, komm, jetzt haben wir es gleich mit dem letzten. Hallo. Du kommst mal mit. Schön mit unseren schnellen Panzern vorrücken. Das sind ja alles... ich habe ein gutes Gefühl. Danke. Hallo, mach Kaboom. Los. Glaub an dich. Danke. Au. Das war blöd. Du und du mitkommen. Das ist ein MG. Ihr, du sollst vielleicht mal dahin. Einfach weil es geht. Ist eher weniger. Abschlachten würde ich es nicht nennen. Au. Beweg dich. Na. Aussteigen. Danke. Hier, schnell Beeilung. Ich will diese Position gesichert sehen. Ja, mich dich auch. Wer bestimmt. Los geht's. Toller Move. Schießt los! Könnt ihr reparieren? Nee, oder? Ich rieche Befehle. Nee. Panzer bereit. Dann mal aussteigen. Machen wir uns an die Arbeit. Bereit zur Abfahrt. Alle Mann raus. Verdammt! Jemand soll uns hier rausholen! Ja, ihr holt da was rein! Das wird doch wohl alles gut. Ja, pack gegen Infanterie. Besser geht's nicht. Trotzdem können wir ja, ich sagte, viel mit Deckung arbeiten, aber gut. Die Straße gehört uns. Lassen Sie so wagemutige Aktionen nur nicht zur Gewohnheit werden. Wieso? Passen Sie gut auf sie auf. Bewegt euch, verdammt! Hat doch alles geklappt. Jemand soll sich ans Steuer setzen. Okay, das gehört jetzt alles mir. Dann kriege ich nochmal Verstärkung. Die Deutschen wollen die Straße zweiteilen. Wir müssen eine Blockierkraft aufbauen und ihnen alles entgegenwerfen, was wir haben. Jetzt Krankenwagen sind unterwegs nach Bastogne. Halten Sie den Korridor geschützt. Position. Die Verwundeten werden rausgebracht. Halten Sie diese Straße sicher. Ja, ich hätte gern trotzdem. Moment. Ich kriege kaum Ressourcen, ey. Bereit, erteilt den Befehl. Ihr, kommt mal da mit. Das ist alles. Wirklich Angriffsrichtung. Wir sprengen. Sichert die Munition, damit wir Angriffsrichtung, ja. Fahrer, Position halten. Du gehst mal dahin. Und ich. Verbündeter Trupp benötigt umgehend Unterstützung. Sehen Sie auf der Karte nach. Oh Gott. Wollte er gerade hin. Also. Ist nicht so, als würde ich das ignorieren. Das Blöde ist nur. Panzer hier. Jetzt hier gibt es auf jeden Fall eine Infanterie. Los geht's. Dass ich das ungute Gefühl habe. Die halten sich doch noch ganz gut.
Wo ist das Problem? Ich will zum Beispiel den Treibstoffpunkt auch haben. Hört auf damit. Abrücken. Los geht's. Ja, wir könnten vielleicht die ein oder andere Kampfstellung noch bauen, ne? Kontakt! Ah, Quatsch. Was ist es denn? Okay, gut, dann holen wir mal den Panzer ran. Aber du sollst es vorher Dings laden. Komm her, komm her, komm her. Verstaut die Munition und setzt das Ding in Bewegung. Hi. Boom. Batterien für koordiniertes Sperrfeuer stehen bereit. Ja, wunderschön. Ich kann ja jetzt, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, meine Artillerie benutzen, ne? Oh, Munition. Ausrüstung. Wieso liegt hier so eine Ausrüstung der Deutschen? Bereit zur Abfahrt. Setzen wir uns in Bewegung. Hat. Trupp getroffen. Ja, feindlich hoffentlich. Da oben ist ein Park. Gönne ich mir mal. Timing ist alles. Hämmern Sie die Crowds. 105er, Feuer koordiniert. Komm. Mal gucken. Drück auf die Tube. Werden getroffen. Jungs. Komm, unterstütze ihn mal. Sache ist die, im Fahrzeug sind sie halt relativ gut geschützt. Und da gab es anscheinend nicht so viel zu bombardieren. Hallo. Na, da war rückwärts an die Front. Schneller, ja. Angriff gesichtet. Oh. Schlecht. Ich brauche Panzerunterstützung. Aua. 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 Alter, was machst du da? Oh, Mann. Wo bleiben die Panzer? Sofort. Da. Ah. Ah, okay, also ich sollte vielleicht nicht. So, da. Ich hoffe, du bist. Ja, du hast Panzer drauf. What? Lassen Sie die Panzer nicht einrosten! Unterstützungstrupp bereit zur Mobilisierung! Ui! Komm ran! Meine Hand! Erteilt den Befehl! Erwarten Befehl! Wir sind bereit zur Abfahrt! Sind die nicht hier irgendwo lang gekommen? Los, bring uns aus der Reichweite! Bereit! Vorwärts! Ja! Ja, da sind sie! Da sind sie, da sind sie, da sind sie! Hallo, da habe ich ein paar Stuarts. Den Arsch gerettet. Wir stehen in ihrer Schuld. Ah, das ist nur Job. Gib Gas, los! Das ist der Job, Jungs. Das ist der Job. Alles klar. Bring uns dorthin. Komm, Stärke um 100 gesteigert. Ah, gut. Schnappt eure Sachen und raus. Ich darf ja wohl stark bezweifeln, dass das immer Jungs, so einfach ist. Abspringen. Alle Mann raus! Los geht's! Komm da mal hin. Losfahren. Halt hier an. Hat gerne einen Jack. Ah, doch, hier. Oh, okay, ein Wolverine. Müssen wir mit leben. Ah, verflucht. Wir bekommen neue Befehle. Fahrer, vorwärts. Der Rest bleibt wachsam. Das ist ja anstatt irgendwie. Hier nehmen wir das mit. Deutsche gesichtet! Gleich. Nein, oh, du Horst! Verdammter Horst! Boah. Ja, ist mir egal. Rein, da rein und dann raus. Ihr habt da was zu kämpfen. Hört auf damit!
Dalli, ey. Wir verlieren einen Eroberungspunkt. Das ist mir gerade herzlich Wurst. Oder auch Käse, je nachdem, was du weniger magst. Hallo. Bring mal da was drauf. Da was drauf. Erstmal driften. Na, das. Oh, ja, okay, ich hätte eins. Ich bräuchte mehr Munition, das war dringend. Was haben wir denn da jetzt? Die Deutschen ziehen den Schwanz ein. Sie fallen zurück. Terry. Gute Arbeit, Jungs. What? Der Korridor ist gesichert. Entlastung ist unterwegs. What? Passiert da noch was? Geschütz aufgestellt. Ich rieche Befehle. Oder war das jetzt so langweilig? Das war's. Wir haben die Schlacht gewonnen. Cool. Soll ich jetzt Party machen? Fortfahren. Schade, dass wir jetzt den Einsatzbericht vergessen haben. Ich hoffe, das war der eben. Eigentlich dürfte ich keine Kampfstärke verloren haben. Ja, mechanisierte Infanterie ist doch alles gut. Fortfahren. Ich weiß nicht, wie viel hiervon es durch die Zensur schafft, Vater. Ich falle gleich vor Erschöpfung um. Aber ich wollte schreiben, ehe du dir Sorgen machst. Ich hoffe nur, der Docht brennt lang genug, dass ich diesen Brief beenden kann. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, aber wir haben viel zu tun. Bastogne war ein großer Erfolg. Mit eisernem Willen konnten wir die deutsche Belagerung brechen und unseren Männern helfen, ehe es zu spät war. Die Deutschen haben keine Chance gegen uns. Sei beruhigt, Vater. Wir kommen in Fahrt. Wir alle kämpfen für die gerechte Sache. Wir werden nicht scheitern. Gut, das ist, Captain Jackson vermisst. Mit sofortiger Gewöhnung ist ein Offizier von Kompanie A. Zur Bearbeitung und Ausführung der Aktion. Schön. Wunderschön. Interessant. Anforderungen können verwendet werden. Ach so. Hä? Also da hatten wir gewonnen, da hatten wir gewonnen. Das war jetzt anscheinend die Ardennen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht jedes einzelne Territorium zurückerobern, weil da sind wir ja noch nächstes Jahr beschäftigt. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uff, das wird interessant. Naja, damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge Company Viewers. Ja, die war ein bisschen kürzer. Aber, also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu, wir sehen uns.